Und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute ist Freitag und Freitag ist der letzte Tag der Woche und der Tag vorm Samstag. Und das nannte man dann, selbst mein Hase fand den so schlecht, dass er lieber was umschweift. Ja, heute habe ich mal wieder ein Thema im, ich wollte jetzt sagen im Gepäck, aber irgendwie habe ich ja kein Gepäck, also geht das nicht. Also ich habe auf jeden Fall ein Thema parat. Stimmt's, wir haben ein Thema. Ja. Was? Du, Risiko. Meine Mutter meint gerade, man hört nichts, wenn der Hase knabbert. Aber ich würde schätzen, vielleicht ja doch. Ja. Gut. Letzten Freitag hat er sich mit Kamera getränkt, diesen Freitag in meinen Ton. Nächsten Freitag wird er sich die Herrschaft über meinen Kanal aneignen. Ich war Leo. Ja. Ja, heute ist mein Thema. Ich mache kurz eine Pause, bis er fertig ist. Bis gleich. Okidoki. Leo knabbert nicht mehr an der Rolle. Läuft er wohl wahrscheinlich gerade hinter meinem Hintern durch? Nein, doch nicht. Okay. Also. Heute habe ich ein Thema parat, nämlich das Thema Wahrnehmung. So könnte man es am besten umschreiben, Wahrnehmung. Also ich habe ja eine sehr starke Wahrnehmung von allem und ich merke jetzt auch, dass Leo gerade die Wand anstarrt, obwohl ich gerade ausgucke. Und ich sehe meine Mom, die da sitzt und ja. Und so kommt es für mich immer, dass ich das Problem habe, dass meine Wahrnehmung meistens dann in den Momenten bei mir das Leben schwer macht, wenn ich irgendwie gerade so Momente habe, wo ich sie am liebsten gar nicht hätte. Also eine Beispielgeschichte. Und ich weiß jetzt genau, dass meine Mutter sagen wird, aber es ist wahrscheinlich, wie es war. Vor einigen Jahren war es so, dass meine Eltern und ich in ein Restaurant gegangen sind, zu einem griechischen Restaurant. Und schon als ich die Restauranttür betreten habe, sind mir so viele Düfte entgegengekommen, dass ich am liebsten gespeit hätte. War halt so. Und dann kam mir dann auch noch dieser Kenner entgegen, den, wo meine Mutter, weder meine Mutter noch mein Vater haben das überhaupt gesehen, aber ich habe gesehen, dass der eindeutig hätte der Schuppenshampoo benutzen sollen. Und der hat dann dieses Essen gebracht und in dem Moment ist mir so der Appetit vergangen, weil ich gesehen habe, wie dem seine Schuppen auch mitunter ins Essen geflogen sind. Und ja, dann war die Geschichte gegessen für mich. Dann wollte ich nichts mehr essen. Hä? Ah, und Mama erinnert mich auch an das dreckige Besteck. Und das Glas hatte so einen komischen Rand. Ich weiß es noch. Ich habe mir extra eine Cola bestellt, weil ich gedacht habe, in diesem Laden brauchst du irgendwas, was alles andere wegätzt. Und dann dachte ich, okay, ich bestelle mir ausnahmsweise eine Cola. Und dann hat die so einen Ekel-Siffrand gehabt. Und ja. Nur kurz als Anmerkung, das Restaurant ist pleite gegangen. Also wir waren nicht die Einzigen, die das scheint festgestellt haben. Ja, aber es ist auch für mich so, dass ich, wenn ich zum Beispiel jetzt zum Burger King gehe, manchmal gehe ich da hin. Vor allem jetzt, wo ich weiß, dass man auch sich die Burger bestellen kann ohne ein Fleischpatty. Also einfach nur sagen, ohne Fleisch, das funktioniert, ist echt super. Ich bin total happy seitdem. Ja, und am allerliebsten esse ich ja meine Burger, dass ich den Burger habe, also das Brötchen und die Soße und das. Und dann lege ich bei mir einfach immer nur die Pommes ins Brötchen. Für mich sind also die Pommes immer das Patty. Aber das ist jetzt nicht so die wichtige Info. Ja, aber auf jeden Fall war es dann so, dass ich mit meiner Pflegerin, hi! schön, dass es so war. Ja, hi einfach. Gut. Dass ich mit dir beim Burger King war. Und normalerweise ist es so, dass meine Mutter mit mir, wenn es überhaupt irgendwie Burger King gibt oder McDonald's, was nicht so oft ist, das erzähle ich euch irgendwann anders mal, warum. Ich habe es auch schon erzählt, ich bin mir auch nicht sicher. Egal.
glaube, ich habe es schon erzählt in meinem Bewerbungsvideo. Ja, ja. Aber ich kann kein McDonald's essen mehr. Aber wenn es dann mal ausnahmsweise die Käseröllchen gibt oder so, dann gehe auch ich zu McDonald's. Aber die wichtigste Regel für mich an dieser ganzen Geschichte ist McDrive. Nur im McDrive. Umweltverschmutzung hoch 10.000, aber in diesem Moment denke ich mir, und natürlich die Formulierung, aber scheiß auf die Umwelt, weil für mich gibt es keinen größeren Horror, als irgendwo hinzugehen, wo man in die Küche reinsehen kann. Wenn da nur ein ungespülter Topf steht oder nur ein einziger Duft aus der Küche kommt, den ich nicht, der irgendwie eklig riecht und ich garantiere, dass ich diesen Duft wahrnehme, dann ist es für mich gegessen, dann kriege ich das Essen nicht mehr runter. Und in solchen Momenten wünsche ich mir dann immer einfach mal eine normale Wahrnehmung zu haben. Wenn ich zum Beispiel irgendwo hingehe, also ich weiß noch, ich war mit meiner Oma mal bei einem Chinesen. Das war der Stimmpfiff-Chinese. Also da war ich nicht verrückt, dass da was nicht stimmt. Aber dann bin ich da gestanden und habe zu meiner Oma gesagt, Oma, diese Töpfe sind ja saudreckig. Hat meine Oma zu mir gesagt, was du alles wahrnimmst. Habe ich mir so gedacht, ja, aber ich will es ja gar nicht wahrnehmen. Ich will auch mal einfach nur in ein Restaurant reingehen mit einer offenen Küche und denken, oh cool, der Koch kann das echt toll. Und ich denke, oh cool, der Koch kann das echt toll, aber es wäre besser, wenn er ein Haarnetz tragen würde. Meine zweite Kunstfertigkeit ist, ich bin der König im Finden vom Haar in der Suppe. Oder auch irgendwo anders drin. Und immer wenn ich Haare irgendwo drin im Essen finde, dann könnte ich das Essen schon mal wieder quer über die Straße speien. Und es ist ja nicht so, dass ich das mit Absicht mache. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass ich das irgendwie mir ausgesucht hätte, dass ich diese Wahrnehmung habe und dass ich eben mehr sehe als andere. Und dass ich intensiver, man könnte intensiver sagen, sehe und tiefer. Und ja, aber irgendwie nicht höher, weil ich habe keinen Raum. Also ich sehe dafür das Räumliche nicht. Aber wenn ich zum Beispiel selbst einfach einen Teller vor mich gestellt bekomme und da irgendwas drauf ist und auch nur ein kleiner Schmutzfleck, dann sehe ich das leider. Ich meine, meine Mom sieht es auch. Leider. Und das Ding ist ja, ich habe eine Tante, hi an dieser Stelle, die ich sehr gerne habe. Und die hat ja den totalen Schmutzwahn, der habe ich zu Weihnachten vor ein paar Jahren mal ein Glasdesinfektionsding geschenkt. Und zum Anfang habe ich sie lustig gefunden, nach dem Motto, das ist ja gesponnen, dass man sowas macht. Aber als ich sie dann geschenkt habe, habe ich mir dann im Nachhinein gedacht, Mist, hätte ich mir auch eins mitbestellt. Ja, aber ich bin eben tendenziell ich esse gerne lieber, oder ich esse am allerliebsten, wenn ich auswärts esse, esse ich so, dass ich die Küche nicht sehe. Ich will die Küche nicht sehen, egal was ist. Und ich habe auch kein schlechtes Gewissen daran. Mama weiß, das voll ablenken, wenn du da kratzt. Ich nehme das wahr. Ich nehme meine Mutter ja kratzen wahr vom Geräusch und vom Ding. Und es ist einfach, ja, für mich ist auch so, dass ich es nicht leiden kann. Also ich mag es auch nicht unbedingt, wenn einem so schmuddelige Kellners Essen bringen. Ich meine, und... Das ist eine Idee. Das ist hier unten das Kratzen. Ihr müsst mich mal ganz kurz entschuldigen, weil unser Hase frisst gerade unsere Bordüre. Ja, das ist die Bordüre, die er da anknabbert. Leo! Unsere Bordüre auf einer Bravo. Und jetzt meckert er auch noch. Ich hab die Jungen, wir das denn gern. Willst du mal den Leuten Hallo sagen? Nein, ich bin beleidigt, wie ich die Bordüre nicht fressen darf. Aber wenigstens war an der Bordüre kein Staub. Ja. Ja, es ist einfach so. Es ist ja nicht so, dass man es böse. Ich bin auch so, ich bin so veranlagt, dass ich auch jemanden anders, wenn ich auf seinem Teller sehe, dass dann Haar nicht sagt, da ist ein Haar.
Und ich wäre es ja nicht böse, aber ich weiß, dass dem anderen dann wahrscheinlich auch der Appetit vergeht. Ja, jetzt räumt er ab. Jetzt ist er richtig sauer. Ja, das ist jetzt wütendes Karnickel. Ja, ich meine es ja nicht böse, sondern ich will den anderen davor bewahren, dass er ein Haar mampft. Und ich denke mir dann immer, wenn das dann mampfen würde, wäre er angeekelt und dann müsste ich das Angeekelte ansehen und dann würde es mir auch wieder schlecht werden. Dann würde ich, obwohl ich in der Suppe gerade keine Haare habe, auch keine Lust mehr auf meine Suppe haben. Und das ist einfach so diese Sache. Manchmal frage ich mich dann einfach für mich selber, ist es eigentlich wirklich ein Vorteil, wenn man so eine gute Wahrnehmung hat oder ist es ein Nachteil? Und dann, um mal einen Vorteil zu nennen, habe ich wiederum solche Momente, wo mein Vater anruft und fragt, habe ich meinen braunen Jogginganzug mitgenommen und ich kann mich, obwohl es jetzt schon wochenlang her ist, erinnern, ja, da hast du mit. Wow. Mitgenommen. Da hast du ihn mitgenommen und er ist dabei. Und dann freut sich mein Vater wieder. Und dann sind es wieder so Sachen, wo ich mir denke, eigentlich ist so eine gute Wahrnehmung gekoppelt mit einer richtig guten Erinnerung eigentlich auch was Schönes. Aber ich denke für mich persönlich, es kommt immer darauf an, worauf man sich selbst fokussiert und wo man Konzentration drauf hat. Also wisst ihr was? Jetzt muss ich mal ganz kurz unterbrechen, weil hier drüben habe ich einen kleinen Lümmel, der eindeutig meine Konzentration haben will. Also bis in ein paar Minuten. Ich bin gleich wieder da. Tja, noch so ein Vorteil an dieser Wahrnehmung ist dann halt, wenn man merkt, dass der Hase die Bordüre anfrisst und also anfängt, die Bücher im Regal zu fressen. Ja, und andererseits auch noch so ein Vorteil, den ich nicht vergessen darf, ist, wenn ich diese Wahrnehmung nicht gehabt hätte, hätte ich nie Theo kennengelernt. Also es hat eben Vor- und Nachteile, wie alles im Leben. Gut, ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal sowas hattet, wo ihr im Restaurant gesessen seid und euch gedacht habt, nur, oh. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine tolle Zeit. Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch. Bis bald. Ciao.